So, hallihallo und herzlich willkommen, lieber Widder, zu deinem Reading für November 2022. Wir schauen uns heute an, was im November so auf dich zukommen wird. Bemerke immer, Zeit ist immer flüssig, das heißt, Dinge können schon passiert sein, können noch passieren. Es ist ein kollektives Reading, das heißt, es kann mit dir resonieren, muss aber nicht. Schau dir immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen an und dann würde ich sagen, let's get it started. Wir schauen mal, was die Engel hier für dich für eine Hauptbotschaft haben für November 2022. Okay, ich habe gerade eine Nervosität wahrgenommen. Ihr müsst wissen, ich resoniere mit dem Reading halt immer am meisten, also muss nicht immer sein, aber weil ich halt einfach Sonne und Mond im Widder habe, deswegen schwingt meine Energie da immer auch sehr stark mit. Deswegen nehme ich auch schon Dinge wahr, bevor sie überhaupt in den Karten kommen. Also ich habe jetzt bereits eine Nervosität rausgespürt und wir haben hier einmal der Engel der Ruhe. Also ihr dürft ruhig bleiben, ihr müsst nicht nervös sein. Der Engel der Ruhe zeigt dir den Platz in deinem Herzen, an dem du deinen inneren Frieden findest. Gönne dir Zeiten der Entspannung. Ja, ganz, ganz wichtig für dich, lieber Widder. Du tendierst dazu, immer in Aktion zu sein, immer zu tun, 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 anstatt dich auch einmal zurückzuziehen und ja, dir mal Entspannung zu gönnen. Und dann haben wir noch der Engel, habe ich euch die Karte gezeigt, der Engel der Ruhe hier einmal. Und dann habt ihr noch der Engel des Trostes, hüllt dich in seine tröstende Liebe. Übergib Trauer und Traurigkeit in seine heilenden Hände. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Trauer bei euch da ist im November. Auf irgendeine Art und Weise. Ist auch nicht besonders verwunderlich, weil wir haben eine sehr, soll ich sagen, aufwühlende, intensive Zeit. Kann sein, dass euch irgendwas traurig macht. Aber ja, ihr habt hier den Engel des Trostes, der euch auf jeden Fall hier beisteht. Dann möchte ich gerne noch eine Hauptbotschaft für den Widder im November 2022. Eine Hauptbotschaft für den Widder im November 2022. Wow, Zeit der Heilung, abnehmende Sichel. Das ist die beste Phase, glaube ich, die du dir auch. Also, ja, doch. Ich glaube, wenn du jetzt in dieser Zeit heilst, und ich glaube, viele Menschen heilen gerade in der Zeit, aber besonders du scheinbar, lieber Widder, wenn du in dieser Zeit heilst, dann heilst du tiefgründig. Weil wir sind in der Scorpio-Season, wir haben auch Skorpion in der Venus gerade. Es kann auch sein, dass du sehr viel in Bezug auf Beziehungen heilst, dass du da gerade extrem in Heilung gehst und alte Themen auflösen darfst im November. Und deswegen hier auch der Trost, weil das ist nicht immer einfach, sich diese alten Themen nochmal anzusehen, um diese dann loslassen zu können. Und natürlich auch die Ruhe. Ganz, ganz wichtig in dieser Heilungsphase. Okay, Widder, ich bin gespannt, was hier die Karten, die Tarotkarten für dich bringen. Oh, ein König der Münzen zu Beginn. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, lieber Widder. Es startet hier mit dem König der Münzen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass im November jemand in dein Leben tritt oder bereits in deinem Leben ist, je nachdem, der eine sehr beständige Energie mit sich bringt. Also, das ist die Traumvorstellung von einem Mann, wenn man was Ernstes sucht, sage ich mal. Das ist ein Mann, der weiß, was er tut, der weiß, was er verdient, der weiß, der ist sich seinem Wert bewusst und der wünscht sich nichts sehnlicher als eine feste Grundlage aufzubauen. Vielleicht sogar eine Familie aufzubauen, ja? Wunderbar. Dieser Mensch ist in deinem Leben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich will noch nicht mehr sagen. Was kommt auf die Widder im November 2022 zu? Ach, der Kelche, der Teufel. Ja, ihr befreit euch hier, ihr geht hier weg von alten Verhaltensmustern. Wir haben die Acht der Kelche und der Teufel. Ihr bewegt euch hier weg von toxischen Verhaltensmustern. Weg von was bewegt sich da wieder hier genau weg? Ich will das kurz klären. Ja, das habe ich eigentlich schon gespürt. Ja. Zwei der Stäbe und Page der Schwerter ist hier durchgekommen. Widder, du bist von der Natur her ein sehr impulsives Zeichen. Also ich kann mir vorstellen, dass du sonst in der Liebe immer so sehr schnell intuit bist, sehr schnell das Gefühl hast, boah, ich bin verliebt, alles super toll und schön.
Und wovon du kommst, ist von diesem auf eine Art und Weise toxischen Verhaltensmuster. Weil wenn du dich verliebst oder wie soll ich das erklären? Wenn du dich so schnell in einen Menschen verliebst oder verguckst, dann ist da meistens keine Beständigkeit dahinter. Und da kannst du mir höchstwahrscheinlich zustimmen, dass du sehr schnell dich in was reinsteigern kannst und genauso schnell bist du aber auch wieder raus. Und ich habe das Gefühl, du löst dich von diesem Verhaltensmuster und erkennst, dass dieses Verhaltensmuster gar nichts mit wahrer Liebe zu tun hatte. Du erkennst, dass das eigentlich ein Muster war von... ein sicheres Muster für dich, ein sicheres Muster, dich nicht binden zu müssen. Ein sicheres Muster, dich nicht binden zu müssen, dieses, oh mein Gott, ich bin on fire und dann, oh Gott, nein, ich bin auch nicht mehr on fire. Und das ist eigentlich eine Art Bindungsangst, die sich so bei dir gezeigt hat, aber du gehst weg davon im November mit der 8 der Kelche hier. Adios, amigos. Ich gehe weiter, danach kommt die 9 der Kelche und dann die 10 der Kelche. Ja. Und die 10 der Kelche ist dann die emotionale Erfüllung. Und du kannst nur emotionale Erfüllung und wirklich die wahre Liebe erfahren, wenn du dich von diesem Verhaltensmuster trennst. Und das wirst du im November. Zeit für Heilung. Du trennst dich von den Verhaltensmustern, die dich jetzt noch abhalten, eine gesunde Beziehung zu führen. Spannend. Oh mein Gott, Eskalation. Das ist mir zu viel. Nee, die nehme ich alle nicht. Okay, dann warte ich jetzt mal noch. Ich nehme das mal als Zeichen. Wir haben hier noch den Wagen. Ja, du lässt hier das Alte hinter dir, lieber Widder. Du lässt es hinter dir und du gehst in eine neue Richtung. Du hast deine männliche und deine weibliche Energie sortiert. Du hast die hier, die ziehen dich in die richtige Richtung. Und das Alte, diese Sprunghaftigkeit, dieses Verhaltensmuster, was dich davon abgehalten hat, eine ernsthafte Beziehung zu führen, lässt du hinter dir und du gehst auf das Neue zu. 7 der Münzen haben wir hier. Und noch eine Karte hier für die Widder im November 20. Will die raus? Nee. Wenn sie jetzt kommt, dann kommt sie. Noch eine Karte hier für die Widder im November. Wow. Wow. Hä? Wann ist die 7 der Münzen rausgefallen? Okay, ah doch, stimmt. 7 der Münzen hast du noch und das Ass der Münzen. Also, Widder. Mit der 7 der Münzen. Das ist sehr spannend. Weil ich habe hier das Gefühl, die eine Pflanze steht so in der Vergangenheit und die andere Pflanze steht in der Zukunft. Und du widmest dich der Pflanze aus der Vergangenheit zu und du überlegst dir, ob du sie gießen sollst. Okay, das ist eine sehr krasse Botschaft. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Person gibt aus deiner Vergangenheit, wo du nicht sicher bist, ob du sie gießen sollst. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du die Pflanze gießt, wenn du den Menschen gießt, wenn du da investierst, dann kann da eine 10 der Münzen draus werden. Und du, ja, ich nehme hier bei vielen Widdern tatsächlich wahr, dass hier wirklich eine Bindungsangst vorhanden war und oder immer noch ist, bis im November. Und das Krasse, das Spannende bei Menschen mit einer Bindungsangst ist, wenn eine 10 der Münzen näher kommt, realistisch wird, dass da wirklich was Festes aufgebaut werden kann, was wirklich Halt bringt, dann ist das irgendwie auch beängstigend. Also man wünscht sich eigentlich die ganze Zeit nur das, aber trotzdem macht es gleichzeitig Angst und du überlegst dir deswegen, du stehst dir deswegen so da mit der Gießkanne, die Gießkanne möchte schon wieder flüchten, die Gießkanne ist schon in die Zukunft gerichtet, die möchte schon wieder, okay, dann gehe ich jetzt mal wieder weg. Aber nein, das hast du in der Vergangenheit oft getan und deswegen ist im November Schluss damit, weil du löst dich von diesem Verhaltensmuster. Du widmest dich der Pflanze zu und ich bin mir ziemlich sicher, dass du entscheidest, sie zu gießen, weil wir hier das Ass der Münzen haben. Und das Ass der Münzen ist ein stabiler Neubeginn. Also da kann wirklich was von Grund auf mit einer Stabilität
starten. Ja, von beiden Seiten aus. Und das ist hier wundervoll. Was für eine wundervolle Metapher gerade mit dieser Pflanze. Das, wow, fasziniert mich gerade selber. Richtig, richtig schön, lieber Widder. Dann schauen wir noch, was hat diese Person denn für Eigenschaften? Diese Pflanze, die du hier gießen möchtest. Okay. Wir haben einmal. Hey, hallo. Ist ein Haar. Das Kamel. Und die Motte, spannende Energie, und zwar ist das Feuerenergie und Luftenergie. Bei beiden Karten nehme ich irgendwie Nacht wahr. Könnte ein Treffen in der Nacht stattfinden mit dieser Person. Könnte eine nachtaktive Person auch sein, dass sie gerne in der Nacht wach ist. Das Kamel hat eine sehr spannende Energie an sich. Ich würde jetzt gerne im Buch nachlesen, aber es ist gerade nicht da und das ist ein Zeichen. Deswegen nehmen wir das mal an und schauen nicht im Buch nach. Ich wurde gerade irgendwie unterbewusst auf diese zwei Höcker, die Höcker, sagt man das auch auf Hochdeutsch so, die das Kamel hat, aufmerksam gemacht. Was hat es damit? Aha, wow. Was hat es damit auf sich? Wow, okay. Dieser Mensch, ihr müsst euch vorstellen, dieser Mensch hält euch von vorne und von hinten. Das ist sehr eine witzige Veranschaulichung. Dankeschön. Aber ihr seid eingebettet. Ihr seid eingebettet bei diesem Menschen. Das kommt mir rüber, weil. Also ich stelle mir gerade vor, dass ihr so, also mir wird gerade gezeigt, dass ihr so auf diesem Kamel sitzt und es hat vorne ein Hügel und hinten. Das heißt, ihr könnt weder hinten wegrutschen, noch könnt ihr vorne wegrutschen. Das heißt, dieser Mensch gibt euch eine Sicherheit. Ja, also ihr werdet von vorne und von hinten quasi gehalten. Das heißt, ihr könnt euch fallen lassen bei diesem Menschen. Ihr könnt euch fallen lassen, ihr wisst, ihr werdet von vorne und von hinten. Ihr habt den Rahmen. Ihr kriegt den geschützten Rahmen von diesem Menschen und wow, das ist mega. Das ist richtig, richtig schön. Das also das, was das Kamel hier wollte. Und mit der Motte. Spannend. Wir sind gerade diese Augen, man nennt das ja auch Augen auf den Flügeln, diese vier. Sind mir hier gerade aufgefallen. Mir ist auch gekommen, dieser Mensch hat seine Augen überall. Das ist ein Mensch, der, also wie gesagt, ich glaube, das ist ein, ja, ich bin mir fast sicher, dass es ein Mann ist. Wenn es eine Frau ist, dann, ja, ist diese sehr in ihrer männlichen Energie. Weil ich wahrnehme, dass dieser Mensch seine Augen überall hat. Das ist ein Mensch, der die Übersicht hat. Der die Übersicht hat, der, ja, der einfach die Übersicht hat. Und wie gesagt, auch diesen Rahmen bieten kann mit diesen zwei Höckern. So, man fühlt sich da wohl, man kann sich da reinsetzen und man ist so, Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann schauen wir noch mit den Astrocards, was hat dieser Mensch noch für Eigenschaften? Wie kann man diesen Menschen hier, diese Pflanze, die gegossen werden soll, erkennen? Wir haben Neptun mit Träume und Geist und wir haben Zwilling. Also könnte Zwillinge-Placements auch haben, dieser Mensch? Ansonsten habe ich das Gefühl, Zwillinge steht hier für Kommunikation. Dass ihr zusammen sehr viel über eure Träume sprechen könnt. Also, dass du mit diesem Menschen deine Träume wahr werden lassen kannst. Das höre ich hier auch gerade. Ja, du kannst mit diesem Menschen deine Träume wahr werden lassen, weil ihr vielleicht ähnliche Träume habt, ähnliche Zukunftsvorstellungen. Und ich habe auch das Gefühl, das wird hier sehr viel bei euch ausmachen, die Kommunikation. Die Kommunikation über Träume, über das Geistliche, über Themen, über die vielleicht nicht jeder diskutiert. Ja. Ja, das sind hier die Botschaften für dich. Oh, wieder, jetzt habe ich fast was vergessen, und zwar die Engel der Liebe noch zu fragen. Was sagen denn die Engel der Liebe zum Widder noch im November? Was sagen die Engel der Liebe zum Widder im November für die Liebe? Was sagen Engel der Liebe. Aha.
Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Wow. Ja, Widder, ich glaube, es geht vor allem darum, den Moment zu genießen, bei dir zu bleiben. Versuch dir hier nicht zu viel auszumalen, das könnte so und so kommen, wenn das und das so und so passiert, sondern gib dich hier hin. Hab mir nicht, nein, das war's nicht du, aber trotzdem, gib dich hier hin, lass dich treiben und denk nicht zu viel. Das ist auch was mir durchkommt. Denk nicht zu viel, sondern fühl mehr. Fühl mehr. Und wie gesagt, du ziehst die romantische Liebe an, indem du den Moment voll und ganz genießt. Ja. Wow. Amazing. Ich finde es wundervoll. Lieber Widder, das war's mit deinem Reading für November 2022. Ich hoffe, es hat mit dir resoniert. Lass mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Wenn du Interesse hast an einem privaten Reading, unten in der Infobox sind die Links dazu. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, lieber Widder.